Diese Woche hat sie viel zu tun. Sie schreibt ein Buch, eine Autobiografie. Da hat sie viele Fototermine. Sie arbeitet also in Stockholm und ich bin hier in Berlin und rede. Es geht ihr gut. Natürlich, sie hatte diese schreckliche Krankheit 2002. Das wirkt sich auch noch auf ihr Leben aus. Sie hat einen Teil ihrer Sehkraft verloren. Manchmal bereitet ihr auch das Bein Probleme, weil es taub wird. Dann kann sie schlecht aufstehen. Manchmal ist aber auch das Gegenteil der Fall. Dann ist alles ganz normal, wie früher. Auf alle Fälle singt sie wieder wunderbar. Ich glaube, die Sache mit dem Bein, die stört sie wohl am meisten. Absolut. 2005 oder 2006 hatte ich Roxette im Grunde aufgegeben. Ich war sicher, dass das Geschichte wäre und ich habe ein Album alleine gemacht. Es hieß Party Crasher. Das hätte sehr gut ein Roxette-Album sein können. Das wäre es vielleicht auch geworden, wenn ich gewusst hätte, dass Marie wieder auf die Bühne kommt. Aber damals war ich überzeugt, dass das niemals passieren würde. Wenn ich nun auf die vergangenen 5 Jahre zurückblicke, dann ist es eine Sensation, dass wir all diese Tourneen und Aufnahmen zusammen machen konnten. Ohne sie hätte es Roxette nie gegeben. Wir kennen uns seit den 70ern, als wir Teenager waren und in unterschiedlichen Bands spielten. Das war die New Wave-Ära. Meine Band war so eine halbe Punk-Band, harter, gitarrenlastiger Pop. Marie's Band spielte eher progressive Rockmusik, so trafen wir uns. Meine Band ging in den 80ern ziemlich ab. Marie werkelte ein paar Jahre länger rum, aber wir hatten immer so eine Bruder-Schwester-Beziehung, das war sehr cool. Und wir hatten diesen gemeinsamen Traum, dass wir eines Tages zusammen etwas auf die Beine stellen, am liebsten sogar international.